Er war deutscher Offizier, Militärtheoretiker und Friedensforscher. Wolf Stephan Traugott Graf von Baudissin, geboren am 8. Mai 1907 in Trier. Er diente als Soldat in der Reichswehr und der Wehrmacht. 1941 geriet er in alliierte Gefangenschaft und überstand den Krieg in einem britischen Kriegsgefangenenlager in Australien. Nach Deutschland zurückgekehrt, wurde von Baudissin von der Regierung Adenauer zu jener Gruppe von Militärexperten hinzugezogen, die im Oktober 1950 die geheime Himmeroder Denkschrift verfasste. Es ging darum, zur Vorbereitung der deutschen Wiederbewaffnung ein Konzept für Rüstung und Organisation, Ausstattung und Ausrüstung der künftigen deutschen Streitkräfte zu erstellen. Von Baudissin befasste sich besonders mit dem inneren Gefüge künftiger Streitkräfte und erfuhr nicht nur in den Gründungsjahren Widerstand. Traditionalisten sind wahrscheinlich Menschen, die sich in der heutigen Wirklichkeit nicht recht zurechtfinden, die zurückschauen und die zum Beispiel meinen, dass die Pause zwischen 1945 und 1956, also die Zeit, in der wir keine Soldaten hatten, eine von außen oktroyierte Zwangspause war und dass man einfach 1956 dort wieder anfangen konnte, wo man 1945 aufgehört hat. Sie sehen also die Bundeswehr in erster Linie im Vergleich zur Wehrmacht und vermissen hier viel. Sie verzweifeln an den Schwierigkeiten und meinen, man müsste sie am ehesten wieder heilen, indem man die Methoden von gestern anwendet. Davon zu berichten weiß Generalmajor AD Ernst Heinrich Lutz. Er kannte von Baudissin persönlich, war persönlicher Referent des Grafen am Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Das Umsetzen des Konzeptes der inneren Führung war für ihn mit der Himmeroder Denkschrift natürlich nicht abgeschlossen, sondern das war eine Zielformulierung. Und er wusste genau, dass es in der neuen Bundeswehr kriegsgediente Frontoffiziere gab, die diese Überlegungen und dieses Konzept ablehnten. Die Tatsache, dass er politische Rückendeckung hatte, dass er auch im Verteidigungsministerium in Positionen gebracht wurde, in denen er sich auswirken konnte, halfen ihm sehr dabei. Und er hatte aber bis in die Pensionierung hinein immer auch mit dem Widerstreit mit seinen Widersachern zu leben. Und am Schluss hat er sie ein bisschen ignoriert und ist einfach dran vorbeigegangen, weil er sich dort nicht mehr aufreiben wollte. Er war ein durch und durch politischer Mensch. Das hat ihn auch im militärischen Umfeld so ein bisschen zum Nonkonformisten gemacht. Er hatte dort seine Widersacher, ich würde sagen teilweise sogar seine Gegner. Man nannte die damals Traditionalisten im Gegensatz zu ihm als Reformer, wobei der Begriff des Traditionalisten nicht von ihm stammte. Er war immer bemüht, der Entspannungspolitik und dem politischen Prozess den Vorrang zu geben und das Militärische in den Dienst der Politik zu stellen. Und so ist auch zum Beispiel sein Buchtitel »Nie wieder Sieg« zu verstehen. Natürlich wollte er militärische erfolgreiche Operationen auch haben, wenn das Militär eingesetzt wird, aber die Sieg Philosophie des 18., 19. Jahrhunderts, die auch ihn zunächst mitgeprägt hatte, die lehnte er für das Atomzeitalter und für die wechselseitige Abschreckung ab, weil er sagte, das schafft Unsicherheit und Ungleichgewichte. Ja, Baudissin war schon ein typischer Offizier. Er war preußisch geprägt, er war sehr diszipliniert. Er ging immer von Zielsetzungen aus, die er konsequent verfolgte. Er hatte im ganzen Auftreten und in seiner Präsentation natürlich das, was er aus seiner frühen Zeit in der Reichswehr mitgebracht hatte und in der Zeit, wo er im Infanterieregiment 9 auch geprägt wurde, wie er auch selber sagte. Insofern war er ein Offizier, ja, aber er war immer auch jemand, der versucht hat, auf politischem Feld zu agieren, Brücken zu bauen und Menschen für seine Überzeugungen einzunehmen, auch wenn er dabei sehr, sehr
direkt und auch manchmal ein bisschen unzugänglich sein konnte. 1951 trat von Baudissin als Referatsleiter in das Amt Blank ein, wurde 1955 Unterabteilungsleiter im Verteidigungsministerium und 1956 als Oberst in die Bundeswehr übernommen. Dort stellte er als Kommandeur von 1958 bis 61 die spätere Panzergrenadierbrigade 4 auf. Der Schritt von der Theorie der reformierten Menschenführung in die Praxis. Meine 3 Jahre als Kommandeur einer Brigade und sehr viele Gespräche mit Offizieren und Unteroffizieren der Bundeswehr lassen mich sagen, die Konzeption der inneren Führung, die sie untermauernden Gesetze, die sie aus ihr resultierenden Vorschriften und Richtlinien haben sich voll bis in die Einzelheiten bewährt. Allerdings müssen wir Offiziere dafür haben, die von der Richtigkeit der Konzeption überzeugt sind, die freiheitlich gesinnt sind und ihr Handwerk verstehen. 1961 wurde Wolf Graf von Baudissin zur NATO versetzt. 1963 wurde er als Generalleutnant, stellvertretender Chef des Stabes beim NATO-Oberkommando Europa, SHAPE. Seine militärische Laufbahn endete 1967. Es ist schwer zu beurteilen für mich, ob er seiner Zeit voraus war. Er war sicherlich jemand, der sich aus überkommenen Vorstellungen, wie er sie beurteilt hat, lösen wollte. Der Wege öffnen wollte, der neue Perspektiven mit aufzeigen wollte. Dabei hat er sich sehr weit auf das politische Terrain begeben. Er war ein politisch denkender, pensionierter General, der mitgestalten wollte. Dabei hat er Gedanken geäußert, die nicht in die damalige Zeit passten. In der Zeit der wechselseitigen Abschreckung war ein Soldat für den Frieden und nur für den Frieden schwer vorstellbar, auch für mich. Und er hat das aber durchgezogen, er hat ja auch ein Buch dazu geschrieben. Ich denke, dass er ein Stück weit seiner Zeit voraus war, aber nicht über seine Zeit hinaus. Er wurde als Gründungsdirektor des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg politisch und wissenschaftlich tätig. Dort wurde von Baudissin 1979 zum Professor ernannt. Seine thematischen Schwerpunkte an der Universität in Hamburg waren vor allen Dingen, den Studierenden Strategie beizubringen und Verständnis für sicherheitspolitische Zusammenhänge. Es ging ihm dabei nicht um Checklisten. Es ging ihm um Verständnis und dabei war er recht erfolgreich, so habe ich das wahrgenommen. Und er hat natürlich auch die Professur für sich dazu nutzen können, ein größeres persönliches Standing, eine größere öffentliche Akzeptanz zu entwickeln, weil als pensionierter General alleine hätte man ihn locker in eine Schublade gesteckt. Aber als Professor, der dann auch öffentliche positive Wahrnehmung hat, hatte er natürlich die Möglichkeit, dann mit dieser zusätzlichen Reputation auch aufzutreten und Gewicht zu haben. Am 18. Juni 1986 hielt Professor von Baudissin an der Universität Hamburg seine Abschiedsvorlesung. Ein nachgesprochener Ausschnitt. Meine Erfahrungen in der Truppe bestätigen die These, dass Güte und Erfolg der inneren Führung von der Aus- und Weiterbildung der inneren Führer aller Ebenen abhängen. Dies mit situationsbedingten Schwerpunkten durchzusetzen, ist Sache des verantwortlichen Kommandeurs, dessen Verhältnis zu allen Fragen der inneren Führung das menschliche Klima des Verbandes prägt. Durch Entschlossenheit und Überzeugungskraft lassen sich Ton und Stil der Menschenführung in kurzer Zeit prägen bzw. ändern. Konzessionen an soldatische Härte können nicht geduldet werden. Die menschliche Würde, auch die der Schwierigen, ist peinlich zu beachten. Sein Denken, Handeln und Wirken war mitentscheidend dafür, nach dem Zweiten Weltkrieg die Bundeswehr als eine dem Parlament und dem Grundgesetz verpflichtete Armee aufzubauen, mit Soldaten, die Staatsbürger in Uniform sind. Am 5. Juni 1993 ist General und Professor Wolf Graf von Baudissin mit 86 Jahren in Hamburg gestorben.